zeige ich euch zwei Dehnübungen für die Bauchmuskulatur. Die erste Übung ist für die schrägen Bauchmuskeln. Hierfür legt ihr euch einfach auf euren Rücken und nun nehmt ihr eure Arme in einem 90-Grad-Winkel zur Seite mit den Handflächen nach unten, damit ihr euch schön abstützen könnt. Und ebenfalls nehmt ihr eure Beine in einem 90-Grad-Winkel nach oben. Und jetzt presst ihr eure Schultern auf den Boden und geht einmal mit euren Beinen und der Hüfte zur Seite, bis ihr den Boden berührt. Haltet es ein paar Sekunden und geht wieder zurück. Das macht ihr auf beiden Seiten jeweils 15 Mal. Mit der zweiten Übung dehnt ihr eure geraden Bauchmuskeln. Hierfür legt ihr euch einfach auf den Boden, die Hände, die Unterarme auf den Boden gelegt und an den Körper nah. Hände mit der Handfläche nach unten und nun stützt ihr euch einfach nach vorne, haltet es ein paar Sekunden und geht langsam wieder runter. Je näher ihr die Handflächen vorne an euren Körper ranzieht, desto mehr dehnt ihr euren Oberkörper. Wiederholt diese Übung auch 15 Mal.